Du moderierst heute Abend mit diesem charmanten jungen Mann. Genau. Wie lange habt ihr euch vorbereitet? Wir haben uns eigentlich gestern getroffen. Es ist ja eine ganz kleine Moderation, weil es ja eigentlich nur die Eröffnung vom Ball eben. Und insofern ist es jetzt nicht eine 2-Stunden-Situation oder so. Das war gestern absolut ausreichend. Ein Treffen gestern und heute die Generalprobe. Ja, gestern war natürlich auch, du warst wahrscheinlich auch auf dem Filmpreis. Das war ein langer Abend. Nee, ich habe es tatsächlich gestern ausgelassen, weil ich vorgestern bei The Holdovers auch war und dort das Screening moderiert habe und die Interviews. Und irgendwie habe ich gedacht, oh Gott, ich schaffe keine 3 Tage hintereinander. Das ist, irgendwie wird man älter. Wie hast du den Abend stattdessen verbracht? Tatsächlich mit meinem Hund. Die ist sehr alt und auch so ein bisschen krank. Und das war auch mit der Grund, weil ich dachte, ich kann die jetzt nicht 3 Tage hintereinander alleine sitzen lassen, weil mein Mann und mein Sohn auch weg sind. Und dann wollte ich den Hund nicht die ganze Zeit alleine lassen. Wie heißt der Hund? Loba. Loba, ein schöner Name. Danke. Und auf was freust du dich am meisten noch heute Abend? Ich freue mich tatsächlich wirklich auf die Menschen, weil das ist wirklich schön, weil das so der erste Termin im Jahr ist, wo halt alle zusammenkommen. Es sind eben alle wegen dem Bayerischen Filmpreis auch da, wegen der Filmwoche. Und dadurch ist es immer so das erste Get-Together, wo die Leute auch echt entspannt sind. Du hast ja normal immer irgendwen, der gerade den Film promoten muss oder der irgendwie im Stress ist. Und hier ist es tatsächlich eigentlich gemütlich. Es ist am Anfang wahnsinnig voll, aber es wird dann immer irgendwie echt nett.